weiter geht's mit den Battles aus dem Beta-Turnier. Ich hoffe, dass ich euch nicht zu sehr mit Uploads voll spamme und ihr die Battles auch noch anschaut. Hier habe ich jemanden getroffen, der ein reines Drachenteam hatte und da dachte ich mir erstmal so, wow, hat er wohl nicht gemerkt, dass mittlerweile Feen dabei sind. Aber Tandrak hat ja nicht die Feenschwäche und er war noch anders gegen Schwächen vorbereitet, wie ihr gleich sehen werdet. Jedenfalls habe ich Guardewa neben Zapdos geleadet gegen Brutalanda und Tandrak und Guardewa muss natürlich Angst haben vor Tandrak mit der Matschbombe, deswegen werde ich es auch erstmal auswechseln in mein Glurak, was eine Matschbombe natürlich dann doch ganz gut wegsteckt. Zapdos von mir hat Kraftreserve Eis. Hier sehen wir erstmal den Flammenwurf von Brutalanda, der auch auf Guardewa gegangen wäre. Ich denke, er wollte dann eben sicher Guardewa loswerden. Deswegen hat er Flammenwurf auch noch auf Guardewa geklickt. Hat aber nicht mit der Kraftreserve Eis von Zapdos gerechnet, die ihn jetzt einfach mal gewonnen-hittet hat. Da habe ich auch genug rumgerechnet, damit das auch hinhaut bei Brutalanda und Knackrak übrigens auch. Glurak hat jetzt eine richtig schlechte Position da gegen Tandrak und Dragoran, konnte es nicht viel machen. Luftschnitt habe ich nicht drauf, deswegen habe ich es jetzt erstmal geschützt. Und mit Zapdos einfach mal wieder die Kraftreserve Eis gemacht auf Dragoran, was ja auch die doppelte Eisschwäche hat. Aber dank Multischuppe macht es noch nicht mal die Hälfte Schaden. Und wie ihr seht, spielt er einfach mal Schwächenschutz auf Dragoran. Kriegt jetzt auf beide Angriffswerte den zweifachen Boost. Fand ich ziemlich cool, habe ich so vor dem Turnier noch nie gesehen. Aber in Kombination mit Multischuppe geht das natürlich ab. Zapdos musste sich jetzt auch verabschieden und das hier war eine Verzweiflungstat von mir. Hab einfach mal den Flammenwurf auf Tandrak gemacht, macht wirklich kaum Schaden. Aber ich wollte auch nicht mein Guardewa oder Knackrak in diese Matschbombe einwechseln, deswegen habe ich Glurak sozusagen geopfert. Guardewa klaut sich jetzt einfach mal hier mit Fährte die Multischuppe, fand ich ziemlich cool. Und Turbo-Tempo kam auf Knackrak und dank Beulenhelm und Rauhaut hat Dragoran gar nicht mehr so viel KP. Mondgeweiht kommt noch von Guardewa, ob Volltreffer oder nicht. Dragoran muss sich hier an dieser Stelle verabschieden. Und Drachenklaue kommt noch durch von Knackrak gegen Tandrak. Und damit ist das auch vom Feld. Ich war froh, dass ich vor allem dieses geboostete Dragoran losgeworden bin. Jetzt hatte der Gegner nur noch ein Pokémon. Das war Viscugon. Und da meine beiden Pokémon schneller sind, sieht es natürlich auch für Viscugon jetzt ein bisschen blöd aus. Auch ohne Volltreffer hätten diese beiden Attacken gereicht, um das dann noch vom Feld zu räumen. Damit war der Kampf dann auch für mich entschieden. Ich fand es ganz cool, dass der Dragoran mit Schwächenschutz hatte, in Kombination mit Multischuppe, wirklich cool. Aber man hat gemerkt, er hatte dann doch trotzdem Probleme damit, dass er immer die gleichen Schwächen hatte. Also das hat man ja gesehen, dass ich da mit Guardewa vor allem ziemlich aufräumen konnte. Trotzdem fand ich es ganz cool. Ich hoffe, der Kampf hat euch auch gefallen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.